Die Lorentz-Transformation in der vierdimensionalen Raumzeit, Zeit und drei Raumdimensionen, sind ja ziemlich übel vorzustellen. Man guckt sich deshalb zur Vereinfachung mal eine zweidimensionale Raumzeit an. Und dann kann man tatsächlich auch hübsche Diagramme malen, um festzustellen, wie denn das alles zusammenhängt in den verschiedenen Inertialsystemen. Zweidimensionale Raumzeit, eine Zeitdimension und nur eine Raumdimension. Das heißt, mein Raum in Anführungszeichen ist eine unendlich ausgestreckte Linie, eine Gerade und nicht mehr. Im einen Inertialsystem habe ich die Koordinaten x dafür, irgendwo liegt ein Ursprung und natürlich die Koordinate t dafür, die Zeitkoordinate für die Ereignisse, die hier stattfinden auf dieser Geraden. Und wenn ich ein zweites Inertialsystem habe, dieselben Raumpunkte, das ist jetzt schwer zu malen, ich male mal die Achse daneben, x', ein zweites Koordinatensystem, ein zweites Inertialsystem, dessen Ursprung liegt zu einer bestimmten Zeit t' an irgendeiner anderen Stelle. Und ich verlange mal wieder, dass diese beiden Systeme zur Zeit t gleich 0, t' gleich 0 übereinander liegen mit ihren Ursprüngen und dass sie sich mit konstanter Geschwindigkeit zueinander bewegen. Das heißt, hier in dem schwarzen, ungestrichenen System, hier habe ich eine Strecke x ist gleich v mal t mit konstanter Geschwindigkeit v. Um die Ereignisse auf dieser Geraden darzustellen, diese zweidimensionale Raumzeit darzustellen, in beiden Systemen vergleichbar darzustellen, gibt es einmal die klassische Variante von Herrn Minkowski. Ich zeichne ein kartesisches, will sagen rechtwinkliges Koordinatensystem mit gleichen Einheiten für x und ct. Ct hier mal wieder, um die Zeit auf dieselbe Einheit zu bringen, wie die x-Achse. Das hier ist die Strecke, die das Licht zurückgelegt hat in der Zeit t. Und dann brauche ich jetzt noch Achsen für x' und ct'. Die liegen dann bei Minkowski so. x' und ct'. Das Ganze sieht ein bisschen asymmetrisch aus. X und ct, die Achsen liegen hübsch sozusagen, x' ct'. Die Achsen liegen schräg, das macht nicht so viel Spaß. Und obendrein sind die Einheiten auch noch verschieden groß, wenn man sich das genauer dann anguckt auf diesen Achsen. Das ist alles nicht hübsch. Ein Herr aus Südamerika hat sich da was Besseres ausgedacht, dass das Ganze symmetrisch wird. Wir denken uns vielleicht mal hier ein rechtwinkliges System, nur als Hilfe, das taucht nachher nicht wirklich auf. Die x-Achse liegt so, die ct-Achse steht senkrecht dazu, wogemerkt ct- auf der x-Achse senkrecht. Eben stand ct auf der x-Achse senkrecht. Die x-Achse liegt hier symmetrisch zu der x-Achse und die ct-Achse ist senkrecht darauf. Das hier ist ein rechter Winkel. Und damit liegt die automatisch symmetrisch hier zu der ct-Achse. Das ist ein viel hübscheres Diagramm, weil diese beiden Systeme gleichberechtigt aussehen. Bei Minkowski sieht es so aus, als ob das XCT-System irgendwie besser ist als das X-CT-System. Allgemein, die Lorentz-Transformationen gingen ja von CT und einem Dreiervektor X nach CT' und einem Dreiervektor X'. Und die charakteristische, die definierende Eigenschaft der Lorentz-Transformationen war, dass dieser Ausdruck hier c2t2 minus die Länge vom Vektor x ins Quadrat, dass dieser Ausdruck in allen Systemen, in allen Inertialsystemen, deren Ursprung sich mit unserem trifft zur Zeit 0, immer derselbe ist. Also gleich c2t2 minus x2. Jetzt arbeiten wir nur mit einer einzigen Raumdimension, das heißt, das wird nur eine Zahl x werden. Hier steht nur eine Zahl x', hier steht nur eine Zahl x ins Quadrat und hier steht nur eine Zahl x' ins Quadrat. Das müssen wir hinkriegen, zwei Koordinatensysteme so einzuzeichnen, dass wenn ich die Koordinaten einmal so ablese, dasselbe rauskommt aus diesem Ausdruck, als wenn ich sie so ablese und das hier ausrechne. Nochmal dieses Diagramm in groß und hübsch. Ich fange erstmal, um dieses Diagramm zu bauen, abstrakt an. Sagen wir mal, das sind zwei Achsen, die ich hier meine Fläche einmale, die nenne ich R und R'. Die sollen symmetrisch liegen, zur Horizontalen. Und passend dazu aufwärts zwei Achsen
S'. R und S' stehen senkrecht aufeinander und R' und S stehen senkrecht aufeinander. Und auf allen Achsen habe ich gleich große Einheiten. Wie lese ich jetzt Koordinaten ab? In dem gestrichenen System sind die Linien mit konstantem S' die R'-Achse und Linien parallel dazu. Natürlich nach links auch, aber dann wird es ein bisschen unübersichtlich zu zeichnen und nach unten auch. Das male ich alles mal nicht ein. Die Linien mit konstantem R' sind die S'-Achse und die Geraden parallel dazu. Wie lese ich also meine R'-S'-Koordinaten ab? Das hier, diese Länge, ist die R'-Koordinate oder da unten abgelesen. Und diese Länge oder diese Länge ist die S'-Koordinate. Und jetzt R und S, dasselbe Prinzip. Die Linien mit konstantem S sind die Geraden parallel zur R-Achse. Die R-Achse selbst hat S gleich 0. Irgendwo haben wir S gleich 1, S gleich 2 und so weiter. Parallel zur R-Achse, das sind die Linien mit konstantem S. Parallel zur S-Achse, das sind die Linien mit konstantem R. Auf der ganzen S-Achse ist R gleich 0. R gleich 1, R gleich 2, R gleich 3 und so weiter. Hier lese ich also ab, diese Länge ist die R-Koordinate, die finde ich da unten wieder. Diese Länge ist die S-Koordinate und das ist gleichzeitig diese Länge. Ich will ja darauf hinaus, dass es einen raffinierten Zusammenhang zwischen diesen Koordinaten gibt. Den ich brauche für die Lorentz-Transformation. Ich gucke mir dieses eine beispielhafte Ereignis an. Die R'-Koordinate kann ich dann so ablesen. Und die S'-Koordinate kann ich hier ablesen. Die S-Koordinate, parallel zur S-Achse gegangen. Die S-Koordinate finde ich hier. Und die R-Koordinate würde ich hier oben finden. Parallel zur R-Achse oder einfach hier unten auf der R-Achse. Jetzt haben wir lustigerweise zwei rechtwinklige Dreiecke. Die R-Achse und die S-Achse sind senkrecht zueinander. Und die S-Achse und die R-Achse sind senkrecht zueinander. Wir können uns die Hypotenuse von diesen beiden Dreiecken angucken und Pythagoras anwenden. S'² plus R² in diesem Dreieck ist gleich L² ist gleich R'² plus S² im anderen Dreieck. Also habe ich S'² minus R'² ist gleich S² minus R². Das sieht ganz verdächtig nach der definierenden Eigenschaft der Lorentz-Transformation aus. Ich wähle für S einfach CT und für R wähle ich X. Dann haut das hin. Damit sind wir bei folgender Konstruktion. Das ist meine X-Achse und gespiegelt dazu verläuft meine X'-Achse, gespiegelt an der horizontalen. Die X-Achse um 90 Grad weiterdrehen, gibt meine CT'-Achse und die X'-Achse um 90 Grad weiterdrehen, gibt meine CT-Achse. Eine spannende Geschichte ist, was mit Licht passiert. Wie fliegt Licht durch dieses Koordinatensystem? Wenn ich es zum Zeitpunkt 0 losschicke, in dem ungestrichenen Koordinatensystem bin ich dann nach der Zeit t an der Stelle x ist gleich ct. Also wenn ich hier auf der ct-Achse dieselbe Strecke habe, ct, wie mein Ort, x ist gleich ct, dann ist hier was mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Hier würde ich landen, einfach auf der winkelhalbierenden. Und dasselbe klappt im gestrichenen System. Wenn ich da die Zeit t' habe, und bin am Ort x' ist gleich c mal t', liege ich auch da auf der Winkelhalbierenden. Also fliegt das Licht so auf der Winkelhalbierenden. Ich sollte sagen, das Licht, wenn es vorwärts fliegt, mit x' ist gleich plus ct' und x ist gleich plus ct, es könnte ja auch in die andere Raumrichtung fliegen, dann habe ich natürlich das Ganze hier auf der anderen Winkelhalbierenden. Das hier wäre das Licht, was rückwärts fliegt. Jetzt kann man sich noch den Winkel zwischen diesen Achsen überlegen. xx', ct' und ct. Der Ursprung des gestrichenen Systems soll sich ja mit der Geschwindigkeit v bewegen im ungestrichenen System. Das heißt, diese Strecke hier, x ist gleich v mal t
die Zeit im ungestrichenen System. Das heißt, hier oben habe ich nochmal v mal t. Hier habe ich aber c mal t. Das ist ein rechter Winkel nach Konstruktion. Damit kann ich diesen Winkel Alpha angeben. Dessen Sinus ist dann nämlich v mal t durch c mal t, will sagen v durch c. Das Verhältnis der Relativgeschwindigkeit der beiden Inertialsysteme zur Lichtgeschwindigkeit. Von dem können wir uns zwei Randfälle angucken. Der eine ist, dass die Relativgeschwindigkeit dieser beiden Systeme sehr viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Dieses Verhältnis also praktisch 0 ist, damit der Winkel praktisch 0 ist. Und der andere ist, dass die Relativgeschwindigkeit kleiner, aber fast gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. Will sagen, hier steht praktisch 1, fast 90 Grad. Erster Fall, die Geschwindigkeit viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, der Winkel praktisch 0. Dann sieht's so aus. Diese beiden Koordinatensysteme liegen praktisch aufeinander. X, x', ct', ct. Wenn die Relativgeschwindigkeit dagegen fast die Lichtgeschwindigkeit ist, fast 90 Grad, geht diese Schere sehr weit auf. Hier habe ich x, da habe ich x'. Und jetzt kommt von oben runtergeklappt ct', nicht ganz 45 Grad. Und der wird nach links geklappt, c mal t. In dieser Situation, eine sehr niedrige Geschwindigkeit, ist der Winkel praktisch 0. Und in dieser Situation, eine sehr hohe Geschwindigkeit, nähert sich dieser Winkel 90 Grad an. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wo das Licht war. Hier fliegt das Licht vorwärts. Diese beiden Achsen treffen sich also an dem Licht sozusagen. Und hier war das Licht, das rückwärts fliegt. Diese beiden Achsen treffen sich an dem Licht, das rückwärts fliegt. Dieses Diagramm ist nachher extrem hilfreich, wenn man sich klar machen will, was denn eigentlich mit Längen und mit Zeiten passiert, wenn man von dem einen System ins andere umrechnet. Längenkontraktion und Zeitdilatation.